Roger Kingdom. Der Jahresschnellste mit 13,10 Sekunden. Roger Kingdom ist gut weggekommen. Der vierte von rechts, Colin Jackson ebenfalls auf Bahn 1. Und der Kampf spielt zwischen diesen beiden ab. Jackson auf Bahn 1 und Kingdom auf Bahn 4. Kingdom gewinnt. 12,89, das ist Weltrekord. Roger Kingdom läuft einen Weltrekord im letzten Rund. Er war der zweite überhaupt, der die 110 Meter Hürden unter 13 Sekunden gelaufen ist. Und er hat letztes Jahr alle 25 Rennen gewonnen, die er gelaufen ist.